Was kam jetzt noch? Jetzt kam der andere für Biomasse. Biomasse braucht sauberes. Was können wir dahinter schalten? Biomasse braucht das saubere Wasser. Und die Baumpampe. Das heißt, wir nehmen dich. Ja, nehmen dich hier hin. Verbinden dich hier mit Untergrunddingern, damit man da durchlaufen kann. So, du mach Biomasse. Biomasse. Da. Das heißt, hier kommt eine Kiste hin für die momentan noch Versorgung mit Biomasse. Was mich daran erinnert, dass ich demnächst wieder Holz hacken gehen muss. Das hatten wir in der letzten Staffel aber auch. Auch im Hightech-Bereich, da mussten wir Steine klopfen und Holz hacken. So, also Wasser könnte ich jetzt schon in irgendeinen Tank hier oben bringen. Ich bräuchte 3 von den Tanks. Jetzt kann ich die da ja eigentlich abreißen, ne? Das ist zwar ein bisschen schade um den Inhalt. Echt schade um den Inhalt. Nee, lass ich da. Okay, bau die teuren, teuren Tanks nochmal. Stopp. Ich bin gierig. Wer weiß, wie das später wird. Ich kann mir sonst vorstellen, in 50 Folgen, wenn unsere Kupfer- und Eisenfelder leer sind, werde ich darüber fluchen, dass ich zu viele von diesen Storage-Tanks hergestellt habe. Weil es genau daran liegt, dass wir nicht genug Ressourcen für die Expansion haben. Ja, ja, ganz bestimmt. Oder auch nicht. Mach Life-Support-Tank. Hier oben 3 Stück hin. Und ich würde sie eigentlich ganz gerne von oben befüllen. Das heißt, wir müssen das ein bisschen verschnörkeln. Enemy Base detected. Da. Okay, du. Wasser. Plop. Was? So, du produzierst nicht genug Wasser. Doch, tust du. Hä? Wasser kommt raus, Wasser geht in ein Rohr. Wasser geht unterirdisch ins Rohr, aber es kommt da nichts an. Habe ich irgendwo eine Void Pipe? Da ist 1,2 Wasser drin. 1,3. Du bist viel, viel, viel zu langsam. 1,4. Sobald ich irgendwas an Essen herstelle, werde ich kein Wasser mehr haben. Dennoch sollte das hier langsam mal. Ich kapp dich mal. Aha, 0 Wasser. Gut, also es funktioniert, theoretisch. Praktisch geht nun gerade alle ins Essen rein. Was aber okay ist, weil irgendwann haben wir nicht genug Essen und irgendwann sind die Tanks eh alle voll. So, Pampe. Pampe bitte. Bessere Idee. So, setz die Dinger einfach hier. Wow. Was ist das so? Das sind die Life Support Tank. Nimm. Da, da und da. Da werden sie ja von unten befüllt. Was das Ganze wesentlich einfacher macht. Wir einfach blub, blub, blub. Und du, was brauchst du? Ah, Sauerstoff. Sauerstoff braucht. Wo wurde Sauerstoff hergestellt? Einfach Oxygen. Nee. Doch? Ja. Life Support Tank. Einfach nur von hier nach da hinten. Ja, das soll ich hinbekommen. Du. Da. Runter bis. Hier. Da runter. Da hoch. Sieht ja schon fast ordentlich aus. So, jetzt hätte ich gerne alles einmal aufgefüllt. Blub, 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 blub. Sauerstoff noch nicht ganz, weil es ein bisschen hinterher hängt, aber ist okay. Guti. Das heißt, ich kann die Anlage oben rechts jetzt komplett zerstören. Und ich bin mir eigentlich sicher, wir hätten hier noch ein drittes gebraucht. Aber nö, es sind nur die beiden. Was ich vielleicht nochmal extra machen sollte, ist ein paar mehr davon, um halt die Munitionsherstellung besser zu gestalten. Ich könnte die Munitionherstellung aber auch hierhin auslagern, damit ich nicht endlos Rohre machen muss. Also ich könnte jetzt das hier alles abreißen, die Munitionsherstellung da abreißen und die Munitionsherstellung hier irgendwo neu aufbauen, weil das Fließband ja eh hier lang läuft. Ja, aber nicht ewig.
Irgendwann kommt das weg, weil das alles mit Robotern gemacht wird. Und was ist da los? Kohle. Überlege ich mir noch. Aber so oder so wird das da oben jetzt abgerissen. Damit wir an das Eisenerz besser rankommen. Angriff. Unten rechts, Türme schießen. Alles ist gut. Gib mir Mauern. Brauche ich so viele Mauern gerade überhaupt? Brauche ich wirklich überall einmal rum doppelte Mauer? Ja, brauche ich. Weil die Königin rüberhauen kann. Ich hätte sonst kurzfristig überlegt, hier... Ja, so bitte. Hatte kurzfristig überlegt, sonst hier auf einfach nur Steinproduktion umzustellen. Was ja sonst auch ganz nett wäre. Geht auch ganz schön schnell runter. So. Mehr Steine, mehr das. Dann abreißen, dann weiter gucken. Ja, damit. Ja, damit. Ja, es wird noch einiges an Mauern brauchen. Einmal komplett rumzugehen. Und es wird noch viel mehr Steine brauchen, einmal komplett die Basis zu betonieren. Aber es sieht bestimmt cool aus. Also wenn ich da jetzt ein Ding raufsetze, sieht es immer noch so komisch aus. Das sieht aus, als wenn noch ein Teil von dem Untergrund zu sehen wäre drumherum. Dieses Grüne von hier. Sehr verstörend. Aber es gibt bestimmt auch inzwischen schon Grafikmods für sowas. Das planiert hier mal ein bisschen. Jedem Schwung wird da ordentlich was gemacht hast. Okay. So. Was wollte ich hier unten? Genau, das abreißen. Mach Dinge kaputt. Hat sich auch nicht so viel angestaut, dass ich jetzt schlechtes Gewissen haben müsste. Ja. Oh. Okay, Sauerstoff hat sich viel angestaut. Aber auch das wird bei dem anderen Tank recht schnell vorgehen. Da muss ich jetzt auch nicht nachweinen. Weg, weg, weg. Alles weg. Oh, puh. Da lang. Ich habe vergessen, dass die obere Anlage nicht automatisiert ist, was Kohle angeht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie überhaupt brauchen. Aber es ist dennoch unheimlich, wenn das hier oben einfach so ausfällt. Okay. Das heißt, jetzt müsste Kohle da unten ankommen. Alles ist gut. Gut. Weiter abreißen. Die Geschichte hier müsste ich gar nicht abreißen, weil hier kein Eisen im Weg ist. Das heißt, ich könnte jetzt so machen. Wo? Ich sehe nichts. Wo? Da. Ihr habt da echt tierisch Probleme mit dir zu erkennen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also habt ihr da gleich erkannt, wo der ist? Also er war auf demselben Bildschirm anscheinend. Aber ich habe keine Bewegung großartig registriert. Ich habe nur das Geräusch gehört. Aber ja, einer macht keinen Unterschied. Ich wollte das Ding anschließen. Bau dich da hin. So, und das Untergrundrohr. Das heißt, das läuft jetzt komplett alles nur für die Munitionsherstellung. Der malt gleich ein bisschen mehr, damit das auch genug hat für die Munitionsherstellung. So, habt ihr Shift rechts, Shift links? Es geht trotzdem weg wie nix, ne? Aber es mangelt nicht am Wasser. Ich brauche nicht noch eine Pumpe. Okay. Gehen wir gucken, wie das denn hinten aussieht. Ob sie das da vielleicht irgendwo staut. Wir könnten im Notfall sonst auch einen Tank hier irgendwo hinbappen. Oh, das geht sich auf. Das geht sich gut auf. Und hier? Okay, hier dauert es länger. Ja. Muss ich mir später überlegen. Ob wir... da einen größeren Cluster draus machen. Jetzt aber den Rest abreißen für später die Mining Drills. Da, weg. Weil ich hier wäre schon wieder im Weg, wenn ich hier irgendwas hinbaue. Ich kann ja schon mal das Ding hier hinhauen, dass ich weiß, dass der Platz auf jeden Fall verbraucht ist, verplant ist. Mehr Fließpenner. Gut.
Hoch, down, 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 down. Dahin. Okay. Noch mehr davon. Mache ich jetzt einfach mal. Nimm mal das nach hier. Mach dann da die Dinger hin. Ne, da geht nicht, da verbindet sich damit. Aber die drei könnte ich schon mal nochmal nutzen. Und dann hier rum. Dahin. Das ist auch noch okay. Noch mehr Liquid Hydrogen. Okay, goodie. Hätten wir gemacht. Dann. Also Munitionsabdeckung haben wir. Elektronik ist auch okay. Hier müsste ich eigentlich weitermachen. Blaue Chips. Ich brauche blaue Chips für die Power Armor. Und Alien Tech braucht ewig. Was ist da jetzt schon wieder das Problem? Grünen Tränke kommen immer noch nicht. Weil immer noch keine Ärmchen hergestellt werden. Weil immer noch keine grünen Chips kommen. Weil hier ein Arm zerstört wurde. Hatte ich vor 4 Folgen, 5 Folgen nicht gesagt, dass irgendwo ein Arm vernichtet wurde und es war bestimmt ein wichtiger? Ja, war es. Schmarrn. Gut, grüne Chips, habe ich grüne Chips auf... Ah, da. Schmeiß die mal rein, dass das hier alles ordentlich läuft. Okay, abermals grüne Trick reinschmeißen, selber welche herstellen. Haben wir eben Zahnräder über? Da, entschränkt das mal. Du kannst eigentlich komplett weg, oder? Zahnräder, ja, kannst komplett weg. So. Kannst auch weg. So. Das Ganze ein wenig einschlanken hier. Wasserrohre unten kommen weg. Okay. Jetzt sollte langsam die Forschung weitergehen. Wir haben Essen, Trinken, Sauerstoff umgelagert. Ich automatisiere jetzt also was? Das, was wir hier hinten mit den Grünen machen wollten. Ich glaube, das waren die Ärmchen. Oh, Angriff oben links, aber ein regulärer Angriff, kein Buddelangriff. Das ist völlig okay. Ich will... Oh, Helmet. Ich will Ärmchen. Und zwar gelbe und blaue. Das ist nicht richtig. Dann bist du auch nicht richtig. So bist du richtig. Okay. Also, ich will Elbe und Üne. Ärmchen. Gib mir Elbe und Üne Ärmchen. Da. Sollte kein Amaretto mehr in meinen Kaffee reintun. Du. Da und da. Mach du mal. Gelbe Ärmchen. Dafür brauchst du. Oh ja, jetzt wird's doof. Wir brauchen Metall und noch mehr Metall und Chips. Chips bekommen wir. Aber Metall und noch mehr Metall wäre hier. Das heißt, wir müssten das... Oh ja. Ja, ja, ja. Wir nehmen das Fließband, ziehen das hier durch, lassen es da lang laufen. Okay, hab einen Plan. Nimm von da grüne Chips. Die brauchen wir für beides, richtig? Auch für die blauen? Ja. Dann brauchen wir ein Ärmchen dazwischen. So. Dann brauchen wir Fließbänder. Wir brauchen unterirdische Fließbänder. Wir brauchen dann wieder Fließbänder, weil wir für die unterirdischen Fließbänder die anderen Fließbänder verbraucht haben. So. Dich ziehen wir jetzt hier hoch, damit es lavalampenmäßig da oben weitergehen kann. Runter, hoch. Die Kisten da sind jetzt doof. Also machen wir sie weg. Die werden wir später irgendwo anders wieder aufbauen, aber momentan stören sie nur. Du läufst da lang. Hältst vorerst da an. Wir werden das bestimmt nochmal brauchen, das Fließband hier. Weil die Produktionsgüter weiter oben in der Lavalampenschlange brauchen wahrscheinlich auch wieder Kupfer und Eisen. Du nimmst jetzt von da bitte das Eisen. Jetzt fehlen noch Zahnräder. Das war doof von mir. Kriege ich da eine Fabrik zwischen? Ja, nicht ganz. Alles um... Nicht schön. Ich hatte mir das so schön ausgemalt. Ich bräuchte jetzt die Zahnräder. Das Muster ist doof. So schnell geht das. Äh,
Es wird jetzt umständlich. Ich könnte jetzt hier eine Fabrik hinbauen, die Zahnräder über das Fließband legen, auf ein anderes Fließband hier. Und das dahin bringen, da drauflegen. Und hier wird das dann so gemacht und du stellst Zahnräder her. Das ginge. Sieht aber halt nicht so schön aus. Lässt sich aber nicht ändern. Kupfer kommt hier nicht mehr an. Das heißt, wir haben irgendwo keine... Achso, es kommt nur wenig an, weil alles hier für grüne Chips verbraucht wird. Okay. Geht das jetzt schon los, dass ihr euch gegenseitig das Zeug wegnimmt? Das finde ich nicht so toll. Du, ja, nein, hier. Da. Gut. Schmelzofen. Kann ich nicht bauen, weil keine Stonebricks. Stonebricks sind aber hier nicht in der Nähe. Okay. Also ich kümmere mich kurz darum, dass die Kupfergeschichte da mehr Kupfer abwirft, damit hier mehr Chips hergestellt werden. Wobei sich das irgendwann noch staut, aber trotzdem wäre es gut, wenn hier mehr ankommt. Eisen staut sich sowieso. Ja, das ist alles Eisen. Staut sich, okay. Dann haben wir aber gleich die beiden Sachen hier fertig. Ich werde dann hier oben noch ein Fließband machen. Das Fließband wird wieder mit einem roten Ärmchen belegt. Das heißt, wir haben dann blaue Ärmchen, die wir irgendwo hierhin raus exportieren können. Ich weiß, wir brauchen gelbe Ärmchen für irgendwelche Tränke. Das heißt, wir könnten hier hinten irgendwo eine Trankproduktion machen. Ja, hier. Grüne. Und die hellblauen, die ich noch nicht bauen kann, braucht dann, glaube ich, auch irgendwas. Wo? Oh, Flüssigkeit, oder? Ja, das müssen wir gucken. Also sobald die Forschung durch ist, gucken wir mal, in welche Richtung die blauen, hellblauen Tränke waren. Aber ich denke, das hatte was mit dem Schwefel zu tun. Aber wie gesagt, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Und das Betonieren nicht vergessen, Gerogon in Zukunft, damit wir keine Zerglinge in der Basis haben. Und ein Auge drauf haben, ob sie in der Küstennähe spawnen können. Weil ich kann da ja halt keinen Beton setzen, was garstig ist. Aber ich hoffe, sie können halt nicht unter Wasser tunneln. Das wäre unfair. Das Spiel darf doch nicht unfair sein. Doch darf es. Bis gleich.